Ja, dann auch nochmal von mir. Herzlich willkommen hier im Vereinsheim im Haselstadion zu Bersenbrück. Zur Spieltagskonferenz vor dem DFB-Pokalspiel TuS Bersenbrück gegen Borussia Mönchengladbach im Stadion an der Bremer Brücke. Am Freitag, den 11.8. um 18 Uhr wird es angepfiffen. Stand heute Morgen 10 Uhr sind 15.380 Tickets verkauft. Das Stadion wird also wohl ausverkauft sein. Ja, und jetzt können wir gerne mit den Fragen beginnen, würde ich sagen. Dann fange ich mal direkt an. Ich habe den Trainer gerichtet. Wie ist die Stimmung jetzt kurz vor dem Spiel? Wie groß ist die Aufregung, wenn es da losgeht? Ich würde sagen, pure Vorfreude. Da gehört Aufregung natürlich dazu, aber auch eine gewisse Anspannung. Aber es ist pure Vorfreude, weil das wird ein einmaliges Erlebnis für den gesamten Verein, für die Spieler, für den Staff, für das ganze Orga-Team, für alle. Und da werden wir uns am Freitag definitiv mit belohnen. Wir können das Mikro einmal direkt zu Ihnen stellen. Das würde ich noch eine Nachfrage. Wie läuft die Vorbereitung denn jetzt gerade? Also gibt es einen speziellen Matchplan für das Spiel am Freitag? Gibt es irgendwelche Abläufe, die anders sind als sonst? Ja, also der Freitag wird natürlich anders ablaufen als sonst in der Oberliga, ist klar. Wir werden uns gegen Mittag treffen und werden dann den Nachmittag schon miteinander verbringen, um uns halt maximal vorzubereiten. Aber wir in Bersenbrück haben eine DNA, die wollen wir am Freitag auch zeigen. Und wir werden nichts ändern, sondern wir werden so sein, wie wir sind, weil dann sind wir stark. Und alles Weitere werden wir dann sehen. Warum hat denn die Mannschaft das Zeug für diese Überraschung zu sorgen? Weil wir ein Team sind. Und ein Team kann viel bewirken. Und wenn man positiv dran geht und auch ehrlich und offen miteinander umgeht und einen Matchplan hat und den mit 100% ausfüllt, dann hat man zumindest eine minimale Chance. Und wenn Gladbach uns die minimale Chance gibt, dann werden wir definitiv auch da sein. Das Spiel ist ja nicht in Bersenbrück. Ist dann der Heimvorteil auch ein Stück weit weg oder ist das irgendwie auch was ganz Besonderes, dann irgendwo dieser Kulisse zu spielen und das nimmt man dann lieber mit? Ja, da viele auch in Osnabrück Fans sind und auch regelmäßig in der Bremer Brücke sind, wird es definitiv kein Nachteil sein, sondern eher ein Vorteil, weil die Kulisse treibt nochmal an, sie spornt nochmal an und da sind ganz viele Emotionen. Wenn man beim VfL Osnabrück schon gewesen ist, weiß man, wie viele Emotionen dort sind. Und wir werden Freitag versuchen, genau das Gleiche dort zu empfachen, damit wir dann für 16.000 dann auch ein Spektakel bieten. Noch ein, zwei Fragen an den Kapitän. Wie war denn die Reaktion, als ihr erfahren habt, wenn ihr Gladbach spielt? Ja, ich glaube, man hat es im Sportstudio gesehen. Wir haben uns sehr gefreut. Und auch die Reaktion hier in Bersenbrück. Es wurde ja live geschaltet in der Sparkasse. Die waren alle außer Häuschen. Wir wissen nämlich, es gibt eine große Fanbase hier in der Gegend für Gladbach. Ich selber bin Sympathisant des Vereins. Und also daher war klar, wir kriegen einen großen Traditionsverein, der unmäßig viel Erfolg schon hatte. Deswegen waren wir direkt sehr, sehr froh darüber. Vielleicht so aus deiner Sicht, wie selbstbewusst geht ihr da auch in das Spiel? Ach, schon, wir wollen schon zeigen, dass wir auch gut Fußball spielen können. Ne? Wir spielen jetzt zwar nur Oberliga, aber ich glaube, auch das ist jetzt nicht ohne. Wie Trainer gerade sagt, wir haben einen Matchplan und wir wissen, was wir wollen und wir sind selbstbewusst genug, um dort auch ein bisschen sticheln zu können und wollen natürlich da zeigen, dass auch wir guten Fußball können. Im Vorfeld gelesen, dass Gyökeres Reimering ja auch sechsmal weitergekommen ist in der ersten Runde. Inwieweit ist das auch ein gutes Omen für euch? Oder holt ihr euch da noch Tipps, wie das klappt? Ja, also dann würde ich sagen, unsere Chancen sind ja gar nicht so schlecht mit Jules. Er ist tatsächlich, glaube ich, einer der ganz wenigen, die das überhaupt schon mal erleben durften, im DFB-Pokal zu spielen bei uns in der Mannschaft. Deswegen ist es für uns alle eigentlich komplett neu. Aber wie Trainer gerade sagte, es ist eher die Vorfreude, die jetzt überwiegt, noch gar nicht so die Nervosität. Wie das dann ist, wenn man unten auf dem Platz steht, sieht man dann, weil wir kennen es eigentlich so noch nicht. Dementsprechend, wir sind wirklich heiß drauf und freuen uns wirklich riesig dann. Und nochmal die Frage, also welche Rolle spielt das Stadion für dich auch und für die Mannschaft? Ja, als dann klar war, wir dürfen an die Bremer Brücke, dann war ja natürlich Vorfreude riesig groß. Ne? Wir wissen, abends in Osnabrück spielen zu dürfen. Wir haben es fast alle waren schon dort im Stadion und wissen, was da abgeht. Wir wissen wahrscheinlich auch, dass ein bisschen die Gladbacher etwas lauter eventuell sein sollen. Aber wir freuen uns da riesig drauf und wollen die Stimmung unbedingt mitnehmen und wollen uns davon treiben lassen. Dankeschön. Eine Frage an den Trainer nochmal. Wie hat man sich denn so auf den Gegner vorbereitet? Hat sich das unterschieden, weil man da ganz andere Möglichkeiten hatte im Vergleich zu Vorbereitungen in der Oberliga? Also da gibt es ja nun anderes Material frei verfügbar. Ja, also wir waren live vor Ort, ich mit meinem Co-Trainer, mit Robin Döge,
durften Samstag uns das Spiel anschauen. War eine schöne Atmosphäre, man konnte so ein bisschen mal gucken, wie die Fußball spielen. Natürlich wissen wir, wie wir unsere Mannschaft vorbereiten. Das werden wir genauso tun, wie wir in der Oberliga auch. Wir sind gut vorbereitet, definitiv. Wir wissen, was Gladbach macht. Davon bin ich 100% von überzeugt. Und die werden sich nicht für eine Oberligamannschaft verändern. Davon gehe ich auch aus. Und dementsprechend ist es für uns relativ einfach. Ne? Und am Ende des Tages bleibe ich trotzdem bei. Wir können uns vorbereiten, wie wir wollen. Wenn wir nicht die Leidenschaft an den Tag legen und Mönchengladbach uns nicht die Chance bietet, dann ja, wird das wahrscheinlich relativ klar werden. Aber ich gehe davon aus, dass wir alles versuchen werden, dort definitiv ein Spektakel hinzubekommen. Gibt es sonst noch Fragen aus der von den Plätzen? Ja. Ich habe noch eine Frage, Tobias. Für dich ist es ja die Rückkehr an die Bremer Brücke. Du kennst das vielleicht noch so ein bisschen, die Atmosphäre. Ja, was ist das vielleicht persönlich für dich, dann jetzt an der Seitenlinie zu stehen? Also erst muss ich ja sagen, ich stehe ja nur an der Seitenlinie, weil letztes Jahr Thorsten, jetzt sportlicher Leiter auf der linken Seite, diese Mannschaft so geführt hat, dass sie NFV-Pokalsieger geworden ist. Da nochmal ein Riesenlob und auch wirklich hohe Anerkennung, dass das geschafft worden ist. Für mich persönlich muss ich dazu sagen, ist es natürlich auch ein einmaliges Erlebnis. Ich kenne die Bremer Brücke aus meinem Profijahr beim VfL Osnabrück. Selber habe ich dreimal an der Bremer Brücke spielen dürfen, ja. Es war ein Riesenerlebnis, auch die DFB-Pokalspiele gegen Bayern München etc. pp. Aber als zweiter Keeper ist man halt nicht so im Fokus wie jetzt als Cheftrainer. Und dementsprechend ist das nochmal ein anderes Level. Aber ich werde es auf jeden Fall genießen und ich werde die Jungs so heiß machen, dass wir dann definitiv am Freitag, wie gesagt, die Zuschauer begeistern wollen und auch Werbung für Bersenbrück deutschlandweit machen wollen, weil es einfach ein geiler Verein ist. Frage an den sportlichen Leiter. Also, das große Ziel erreicht schon mal, aber was bedeutet das denn konkret für den Verein jetzt? Ja, es ist das größte sportliche Ereignis, was wir, glaube ich, ja, seit 30 Jahren irgendwo erreicht haben. Und letztendlich ist das eigentlich auch dann jetzt am Freitag die Belohnung für uns, für das ganze Team, für den ganzen Verein, der dann in der Rückserie oder auch das Pokalfinale, was ja ein riesiger Aufwand war, auch das Ganze irgendwo, diese Veranstaltung zu stemmen. Ja, und letztendlich, so sehe ich das, ist das am Freitag nicht der Pokal, den wir bekommen, sondern das Spiel, das ist die Belohnung für uns, für die Mannschaft, für alle Beteiligten, für den ganzen Verein, die da am Freitag dann stattfindet. So, als Kapitän muss man ja, oder Mannschaftsrat, weiß ich gar nicht, ob ihr einen Mannschaftsrat habt, als Kapitän muss man ja auch Prämien aushandeln, ne? Habt ihr da was gemacht? Tatsächlich haben wir da noch nicht drüber gesprochen. Aber gut, dass Sie den Denkanstoß schon mal gegeben haben, hier in die Runde. Ne? Nein, also es gab eine Prämie, als wir den Pokal gewonnen haben. Aber jetzt über die zweite Runde haben wir noch nicht gesprochen. Denkanstoß haben wir nicht gehört. Überhört. Thorsten, an dich vielleicht noch so eine kleine persönliche Frage. Ja. Wie hast du das eigentlich so wahrgenommen für dich? Wir kennen uns ja schon lange. Vor zwei Jahren hast du noch in der Kreisliga-Mannschaft trainiert und jetzt bist du sportlicher Leiter einer Mannschaft, die gegen Gladbach. Hast du das eigentlich vor den zwei Jahren für dich realisiert? Nö, habe ich ja irgendwie gar nicht. Ja, irgendwie wächst man dann, glaube ich, auch an seinen Aufgaben. Und ja, auch in der Oberliga oder jetzt zumindest das letzte Dreivierteljahr war es dann so, dass man ja tagtäglich irgendwie damit zu tun hatte, eigentlich 24 Stunden und da auch keine Zeit war, jetzt sich dann irgendwie Gedanken zu machen, Mensch, was hast du jetzt erreicht oder so. Das hat mega Spaß gemacht und macht es halt immer noch und ja, vielleicht wird man in vielen Jahren dann mal irgendwo in einer ruhigen Minute darauf zurückblicken und denken, Mensch, das war schon richtig was, ne? Aber momentan, ja, man funktioniert und wir freuen uns einfach oder ich freue mich auch persönlich, dass das so gut geklappt hat. Ziel in der Liga? Wer? Ja, also sportlicher Leiter. Ja, wir haben ja letztes Jahr ein richtig gutes Ergebnis geholt. Dieses Jahr ist die Liga aber vermutlich wesentlich stärker nochmal, weil wir vier große Absteiger da bekommen haben in die Liga. Kickers Emden, Hildesheim, Atlas Delmenhorst, Rheden, was alles renommierte Regionalligisten sind. Und wo ich denke, dass die ganz schnell auch wieder zurück wollen in die Regionalliga.
Das heißt, wir haben anstatt 5, 6 Top-Teams mit Sicherheit 10 Top-Teams. Und da sich ganz oben zu etablieren, wird eine ganz schwere Aufgabe. Aber ich glaube, das ist unser Anspruch im ganzen Team. Wir wollen wieder unter die ersten 4 kommen. Und wenn es dann am Ende der 5. oder 6. ist, dann ist das auch in Ordnung. Ich gehe davon aus, dass man als Spieler in Bersenbrück einen Job hat. Was gibt es denn so für Kollegen? Und was gibt es denn da so für Berufsbilder, die da abgedeckt werden? Ich glaube, wir haben von bis. Wir haben Erzieher, wir haben, ich selber bin Werkzeugmechaniker. Fakt ist, dass wir auf jeden Fall alle arbeiten gehen und auch gehen müssen. Wir leben nicht nur vom Fußballspielen. Also stehen die meisten von uns auch um 7 Uhr morgens auf oder sind um 7 Uhr morgens bei der Arbeit. Dementsprechend ist das schon sehr zusammengewürfelt. Aber den Aufwand macht man trotzdem danach gerne, weil wir einfach, glaube ich, alle fußballgeil sind und uns ja, auch mögen, auch abseits des Platzes, was der Trainer vorhin sagte. Wir schätzen uns, glaube ich, alle sehr als Mannschaft und als Team. Und man spricht viel mit den Leuten. Und wenn es sonst keine weiteren Nachfragen gibt, dann würde ich sagen, war es das auch schon von der Spieltagspressekonferenz. Wir gehen jetzt in die finalen Vorbereitungen und dann sehen wir uns hoffentlich zahlreich. Das ist sicher, dass wir uns zahlreich sehen, aber gerne am Freitag ab 18 Uhr an der Bremer Brücke wieder. Dankeschön. Jo, wieder vor. Danke. Wir haben auch zu danken.